Guten Morgen, es ist der 22. Dezember 2019. Frühstück in einem kleinen Nudelrestaurant in der Nähe des Hotels. Das Restaurant ist klein, aber nett. Mushroom Pork Bowl und Wonton Mee. Schmeckt wirklich gut. Zur U-Bahn. Umsteigen. Wir sind auf dem Weg nach Wan Thai Sin. Wir sind in Wan Thai Sin angekommen. Überall findet man diese Schriftzeichen, die Überbleibsel der Demonstrationen der letzten Monate. Und jetzt zum Wan Thai Sin Tempel. Die Konfuzius-Halle. Eine Feierlichkeit. Und weiter geht's. Hier werden gemeinsam Fäden geknüpft. Eine Anleitung, an die wir uns genau halten. Spezielle Knoten. Und weiter geht es durch die große Tempelanlage. Wir opfern Räucherstäbchen. Und jetzt geht es in den Haupttempel. Hier wird gebetet, geopfert und auch nach dem Schicksal und der Zukunft gefragt. Nach der Zeremonie kann man einen Zettel ziehen, den man sich in den Gängen unterhalb des Tempels in kleinen Kabinen interpretieren lassen kann. Und weiter geht's.
Das sind die Tierkreiszeichen. Im hinteren Bereich des Tempels befindet sich ein wunderschöner Garten. Dieser Gartenteich ist beeindruckend. Natürlich ist alles klein im Vergleich zu den Hochhäusern. Koi. Jetzt verlassen wir die Tempelanlage. Zurück zum Bahnhof. Und weiter geht's mit der U-Bahn. Umsteigen. Es ist nicht weit und gleich haben wir die Tai Wai Station erreicht. Auf zum Chekung Myu Tempel. Der Chekung Myu Tempel. Hinein in den Tempel. Eine beeindruckende Statue. Und das sollte man tun. Wir verlassen den Chekung Myu Tempel. Zurück zum Bahnhof. Das Gebäude überhalb des Bahnhofs wird wohl renoviert. Eine riesige Baustelle. Wir quetschen uns noch schnell in den Zug. Irgendwie ist es in Hongkong oft etwas diesig. Umsteigen. Das U-Bahn-System hier ist nicht so kompliziert. Wir verlassen Kowloon und erreichen Admiralty auf Hong Kong Island. Das ist der Bank of China Tower. Und jetzt machen wir etwas, worauf ich mich schon den ganzen Tag gefreut habe. Eine Tour mit den zweigeschossigen Straßenbahnen. Ein bisschen holprig ist es, aber sehr romantisch. Für einen Mann gibt es kaum etwas Schöneres als solch eine Fahrt. Die Straßenbahn bietet eine sehr günstige Möglichkeit der Stadtbesichtigung.
eine unglaubliche Menge an Wohnblöcken. Es sind sehr viele Straßenbahnen unterwegs. Jetzt machen wir erstmal eine Mittagspause. Das Restaurant sieht doch gut aus. Wow, unser Mittagessen sieht wirklich toll aus. Sowohl das Schwein als auch der Vogel sind ausgezeichnet. Und weiter geht's. Es sind sehr viele Straßenbahnen unterwegs. Sehr schön, wir haben ganz vorne einen Platz bekommen. Wirklich schnell sind die Züge nicht, aber romantisch, wenn sie nicht zu voll sind. Und das ist das Ziel unserer Fahrt, das Monster Mansion. Das Monster Mansion ist ein großer Wohnblock mit vielen kleinen Wohnungen. Und so sieht der Innenhof des Monster Mansion aus. Hier kann man schön dicht zusammenwohnen. Das Monster Mansion wird auch häufig als Filmkulisse verwendet. Noch ein paar letzte Eindrücke vom Monster Mansion. Wir verlassen das Monster Mansion und schauen nochmal zurück. Manche Sachen sehen ja schon etwas gefährlich aus. Wir verabschieden uns vom Monster Mansion. Ein kleiner Früchtemarkt. Das sieht aber dem Monster Mansion auch schon ganz schön ähnlich. Und jetzt hinein in einen Supermarkt. Hier sieht es auch nicht recht viel anders aus als in Deutschland. Und weiter geht's. Oh, das sieht aber fein aus. Und jetzt geht es wieder zurück mit der Straßenbahn. Eine wirklich tolle Fahrt. Interessante Gebäude. Wir sind wieder im Business District von Hong Kong Island.
Heute ist Sonntag und da treffen sich die Hausmädchen Hongkongs an vielen Straßenrändern. Auf Fußgängerüberwegen Richtung Ferry Terminal. Dort wollen wir an einer abendlichen Bustour durch Hongkong teilnehmen. Plötzlich sperrt eine ganze Menge Polizei den Fußgängerüberweg ab. Ganz schön was los hier. Beim Versuch, die Sperrung zu umgehen, sind wir am versperrten Eingang eines Einkaufszentrums auf die Demonstranten getroffen. Vor uns die Demonstranten, hinter uns die Polizei. Das war nichts. Deswegen geht es jetzt weiter zurück. Von der Fußgängerüberführung können wir auf die Straße sehen. Ganz schön was los. Ich denke, das sind Zeichen der Demonstranten. Das ist unser Bus. Ich bin aber guten Mutes, dass wir bei einem Umweg schon hinkommen werden. Dieses Gebäude hat eine sehr hübsche Beleuchtung. Die Situation hat sich wieder normalisiert. Das ist der Ferry Pier. Und das ist unser Sightseeing-Bus für heute Abend. Die Anzahl der Fahrgäste ist überschaubar. Und los geht's. Und jetzt folgen einige Impressionen von der schönen Stadtrundfahrt. Und jetzt geht es in den Tunnel von Hong Kong Island nach Kowloon. Der Tunnel ist ganz schön lang. Wir haben Kowloon erreicht. Jetzt haben wir die Haltestelle beim Peninsula erreicht. Und weiter geht's durch Kowloon. Ein gigantischer Baum. Irgendwie ist heute überall Polizei. Wir sind zurück am Clock Tower. Hier nebenan präsentieren sich verschiedene Sänger und Gruppen. Thank you.
Noch ein Blick auf Hongkong Island. Sehr hübsche Schiffe. Und weiter geht's. Und das ist das wunderbare Peninsula Hotel. Die Nathan Road. Hübsch. Das ist das kleine Restaurant, das wir zum Abendessen gesucht haben. Tantamen, nicht so spicy. Yaki Udon with beef and onions. Und dann noch verschiedene Wantan-Sorten. Alles wirklich sehr gut. Und als kleine Nachspeise fürs Hotel Winter Melon und Lotus Seed Pastry. Wir sind zurück am Hotel und wünschen allen eine gute Nacht.